Rechnungen sind das wichtigste Dokument in deiner Buchhaltung. Und mit Sicherheit weißt du auch, was auf so einer Rechnung normalerweise stehen sollte. Also zum Beispiel die Adresse und den Namen von deinem Unternehmen, von dem Leistungsempfänger, das Rechnungsdatum, eine Rechnungsnummer, das Leistungsdatum und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe an Punkten, die auf so einer Rechnung stehen sollte. Falls du dir nicht so 100% sicher bist, was eigentlich alles auf eine Rechnung gehört und was eventuell nicht, dann findest du unten in der Videobeschreibung einmal ein Video dazu verlinkt und auch eine kostenlose Checkliste, die kannst du dir einfach runterladen, ohne E-Mail-Adresse anzugeben und so weiter. Die kannst du dann dafür nutzen, um deine eigenen Rechnungen zu kontrollieren und auch um die Rechnungen zu prüfen, die du von deinen Lieferanten und Dienstleistern bekommst. Und in diesem Zusammenhang wird dir mit Sicherheit früher oder später ein Problem auffallen. Und zwar bekommst du ganz häufig von vermeintlich seriösen Unternehmen, die das Ganze ja auch richtig können sollten, keine richtigen Rechnungen. Denn was ist mit dir als Leistungsempfänger zum Beispiel auf Kassenbons, auf Bewirtungsbelegen in Restaurants, auf Taxiquittungen, auf Tickets von der Deutschen Bahn und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe von Rechnungen, auf denen einfach nicht alle Rechnungsbestandteile draufstehen. Und das hat einen Grund. Es gibt nämlich zwei Vereinfachungsregelungen, um Rechnungen zu erstellen. Zuerst wollen wir uns aber noch einmal ganz kurz anschauen, warum es eigentlich wichtig ist, eine ordnungsgemäße, richtige Rechnung zu bekommen. Und zwar ist eine korrekte Rechnung vor allem für den Leistungsempfänger, also für den Kunden entscheidend, weil du kannst die ausgewiesene Umsatzsteuer in dieser Rechnung geltend machen in deiner Umsatzsteuervoranmeldung. Das heißt, du kannst dir diese Umsatzsteuer vom Finanzamt wiederholen. Und das ist natürlich absolut im Interesse von jedem Geschäftskunden, da eine ordnungsgemäße Rechnung zu bekommen. Wenn du keine korrekte Rechnung hast, darfst du nämlich die ausgewiesene Umsatzsteuer nicht geltend machen. Du solltest also ein hohes Interesse haben, dass dein Kunde eine richtige Rechnung bekommt. Mal ganz abgesehen davon, dass du auch gesetzlich dazu verpflichtet bist. Und zwar nach § 14 Umsatzsteuergesetz musst du eine ordnungsgemäße Rechnung ausstellen, wenn dein Kunde ein Geschäftskunde ist. Und in diesem Zusammenhang ist die Frage natürlich absolut legitim, was denn eigentlich mit Kassenbons, mit Quittungsblöcken, mit Taxirechnungen, mit Bewirtungsbelegen, mit Bahntickets und so weiter ist. Weil all diese Dokumente sind nach § 14 Umsatzsteuergesetz ja gar keine ordnungsgemäßen Rechnungen. Bedeutet das jetzt automatisch, dass du aus Kassenbons keine Vorsteuer geltend machen kannst? Nein, natürlich nicht, denn es gibt eine Ausnahmeregelung. Und zwar für alle Rechnungen, dessen Rechnungsbetrag unter 250 Euro brutto liegt und für Fahrkarten. Das heißt, wenn das Dokument, also die Rechnung, ein Fahrausweis ist oder aber maximal 250 Euro Rechnungsbetrag hat, dann müssen nicht alle Rechnungsangaben auf den Rechnungen stehen. Zum Beispiel musst du als Rechnungsempfänger nicht auf einem Ticket von der Deutschen Bahn auftauchen. Und auch auf Kassenbons bis zu 250 Euro ist dein Name und deine Adresse nicht notwendig. Doch welche Angaben müssen denn jetzt auf diesen Kleinbetragsrechnungen stehen? Das ist erstens das leistende Unternehmen mit Adresse. Der Leistungsempfänger muss ausdrücklich nicht darauf stehen. Außerdem muss diese Kleinbetragsrechnung ein Datum haben, also ein Ausstellungsdatum. Das Rechnungsdatum, das muss ebenfalls draufstehen. Dann muss zusätzlich der Rechnungsgegenstand auf der Rechnung stehen, also Art und Menge der Waren, der Gegenstände, die verkauft worden sind oder der Dienstleistung, über die jetzt abgerechnet wurde. Und dann muss viertens der Preis draufstehen. Und zwar reicht da tatsächlich aus, wenn der Preis inklusive Umsatzsteuer ausgewiesen ist. Also Beispiel 200 Euro. Dann sollte allerdings noch ein Hinweis darauf stehen, wie viel Umsatzsteuer in diesen 200 Euro enthalten sind. Also zum Beispiel inklusive 7% Umsatzsteuer oder inklusive 19% Umsatzsteuer. Wenn keine Umsatzsteuer enthalten ist, muss eine Erläuterung darauf stehen, warum keine Umsatzsteuer enthalten ist. Zum Beispiel Verweis auf die Kleinunternehmerregelung. Und das sind tatsächlich alle Rechnungsangaben, die ausreichen, zumindest bei Rechnungen bis 250 Euro. Das heißt, du kannst auch aus Kassenbons die Umsatzsteuer geltend machen, auch wenn keine Steuernummer draufsteht oder wenn du als Leistungsempfänger nicht draufstehst, wenn kein Leistungsdatum draufsteht und so weiter. Das alles ist nicht notwendig. Und auf der anderen Seite kann diese Vereinfachungsregelung deine Rechnungsstellung natürlich deutlich vereinfachen, weil du nicht mehr nach dem Namen oder der Adresse deines Kunden fragen musst. Und du musst auch deine Steuernummer nicht preisgeben. Du brauchst ja nicht mal eine Rechnungsnummer. Das heißt, du kannst tatsächlich deutlich vereinfachte Rechnungen ausstellen,
Zumindest, wenn der Rechnungsbetrag unter 250 Euro liegt. Wenn du zum Beispiel regelmäßig auf so Kunsthandwerkermärkten aktiv bist, dann reicht in der Regel tatsächlich ein Quittungsblock. Denn Quittungsblöcke sind tatsächlich so aufgebaut, dass die meisten Angaben da schon draufstehen. Wichtiger Hinweis bei Quittungsblöcken ist allerdings, dass du immer noch deinen Namen und deine Adresse zusätzlich draufschreiben solltest. Aber ein so ein Firmenstempel plus Quittungsblock kann dir deine Arbeit tatsächlich erheblich vereinfachen. Aber da gibt es auch eine kleine Falle. Und zwar steht da ganz häufig schon inklusive 19% Umsatzsteuer. Diese Vorlagen darfst du nicht verwenden, wenn du Kleinunternehmer bist. Denn dann bedeutet das, dass du 19% Umsatzsteuer ausgewiesen hast. Und wenn du Umsatzsteuer ausweist, obwohl du dazu nicht berechtigt bist, dann musst du diese Umsatzsteuer tatsächlich trotzdem abführen. Deswegen beim Einkauf der Quittungsblöcke unbedingt darauf achten, dass dieser Satz nicht draufsteht. Bei diesen Kleinbetragsrechnungen gibt es aber noch ein paar Stolperfallen, auf die ich aufmerksam machen möchte. Zum Beispiel kann es ja durchaus sein, dass auf deiner Rechnung unterschiedliche Produkte draufstehen, die auch unterschiedliche Steuersätze haben. Zum Beispiel, wenn du in der Gastronomie arbeitest, dann ist es ganz häufig so, dass Getränke mit 19% versteuert werden und Speisen mit 7%. Und das musst du dann auch getrennt auflisten. Das heißt, wenn die Speisen 100 Euro gekostet haben, inklusive Umsatzsteuer, dann ist das inklusive 7% Umsatzsteuer. Und wenn die Getränke 50 Euro gekostet haben, inklusive 19% Umsatzsteuer, dann muss das tatsächlich auch so separat aufgelistet werden. Der gesamte Rechnungsbetrag muss dann aber unter diesen 250 Euro liegen. Was übrigens nicht geht, ist, dass du Rechnungen einfach aufteilst. Wenn du zum Beispiel was verkaufst für 500 Euro und dir ist einfach zu aufwendig, eine richtige Rechnung zu erstellen, dann kannst du nicht einfach zwei Kleinbetragsrechnungen a 250 Euro ausstellen. Dann musst du tatsächlich eine richtige Rechnung ausstellen mit allen Rechnungsangaben. Und es gibt auch ein paar Beispiele, wo du die Vereinfachungsregelung der Kleinbetragsrechnung gar nicht anwenden kannst. Und das sind ganz häufig Geschäftsbeziehungen, die über Ländergrenzen hinweggehen. Also wenn du zum Beispiel eine Reverse-Charge-Leistung ausführst für ein Unternehmen in Österreich beispielsweise, dann kannst du tatsächlich die beschriebenen Vereinfachungen nicht anwenden. Zusammengefasst kann man also sagen, die Rechnungserstellung bis zu einem Betrag von 250 Euro ist deutlich einfacher. Du solltest aber dringend darauf achten, dass du eine richtige, umfangreiche Rechnung bekommst, falls der Betrag mal über 250 Euro liegen sollte. Denn auch wenn du zum Beispiel bei Mediamarkt oder Saturn mal einen Laptop kaufst, dann bekommst du zwar einen Kassenbon, der Betrag liegt aber in den allermeisten Fällen über 250 Euro. Das bedeutet, in diesen Fällen brauchst du tatsächlich eine richtige, ordnungsgemäße Rechnung, auch mit dir als Leistungsempfänger, also mit deinem Namen und mit deiner Adresse drauf. Sonst kannst du die Vorsteuer nicht geltend machen. Und auch bei Bewirtungsbelegen ist man relativ schnell über 250 Euro. Also wenn du mit 3, 4, 5 Leuten essen gehst, dann kann man relativ einfach diese 250 Euro überschreiten. Und immer dann, wenn diese 250 Euro überschritten worden sind, immer dann brauchst du eine richtige Rechnung. Also einfacher ist es immer nur unter 250 Euro. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir etwas weiterhelfen. Wenn du zum Thema Rechnungen, Kleinbetragsrechnungen und so weiter noch Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du keine Lust hast, diese Rechnungen in deiner Buchhaltung zu erfassen, dann such dir doch einen Steuerberater, der dir deine Buchhaltung, Umsatzsteuererklärung und so weiter erledigt. Meine Empfehlungen findest du wie immer unten in der Videobeschreibung und ich verlinke sie dir gerne auch noch einmal hier. Oder du schaust einfach die weiteren Videos auf diesem Kanal an, dann lernst du auch, wie du das Ganze selbst machen kannst. Zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.